Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur Preisverleihung der ersten BRG Online Solo Competition. Zunächst einmal vielen Dank euch allen als Teilnehmern für die Vorbereitung und den Einsatz, den ihr geleistet habt, darin an dieser Competition teilzunehmen. Und ihr seid sicherlich sehr gespannt auf die Preise und wer welchen Platz belegt hat. Aber bevor wir dahin kommen, zunächst mal meine Danksagung an alle Beteiligten. Ich beginne mal mit den Adjudicators. Im Piping waren das Margaret Dunn, Ross Miller und Barry Donaldson, die für euch die Sheets geschrieben haben. Im Tenor und Bass Drumming Blythe Jerry und bei den Side Drums Stephen McQuarter. Ihnen allen vielen Dank für die Geduld und die Aufmerksamkeit beim Anschauen der Videos und natürlich für Ihre Expertise im Schreiben der Sheets und in der Ermittlung der Preisträger. Ich möchte auch besonders Dagmar Pester danken. Sie ist Vertreterin des Solo Boards und war zusammen mit Maggie Schmitz als Vertreterin des Vorstandes sehr an der Organisation dieser Solo Competition beteiligt. Ihnen beiden gebührt großer Dank von uns allen und von mir im Besonderen für den Einsatz in der Vorbereitung dieser Solo Competition. Danken möchte ich auch Christoph Fischer, unserem Webmaster, für das Zusammenstellen der YouTube-Playlists und auch Karel Ohms aus den Niederlanden für das Erstellen der Anmeldeformulare und der Bedienungsoberfläche, was uns die Organisation der Competition ungemein erleichtert hat. Danken möchten wir vom Vorstand und den Boards auch den Bands, die Teilnehmer an die Competition entsandt haben. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Essen Highlanders, die noch nicht so präsent waren auf diversen Band- und Solo-Competitions, aber diesmal gleich mit 11 Teilnahmen den Rekord für diese Competition verzeichnen. Weitere 7 Teilnahmen kommen von Nutschalt Forest Pipe Band, 6 von den Clan Pipers Frankfurt, 5 von der Highland Dragon Pipe Band, 4 von Berlin Thistle und 2 von Ehingen Donau. Euch allen vielen Dank. Die erste Online-Competition der BRG haben wir nun abgeschlossen und freuen uns sehr über eure rege Teilnahme. Wir denken auch, dass das Format gut funktioniert hat und eben Anregung war, viel zu üben und aktiv zu werden auf den Pipes und Drums, was ja in diesem Jahr nicht so einfach ist, dank oder mangels Auftritten und Competitions für uns alle. Wir denken darüber nach, auch eine weitere Online-Competition abzuhalten, und zwar womöglich Ende November. Bis dahin euch allen herzlichen Dank und meine Glückwünsche allen Preisträgern. Zur Preisverleihung vielleicht noch vorab kurz. Wir verleihen 3 Geldpreise. Für den ersten Platz 60 Euro, für den zweiten 40 Euro, für den dritten 20 Euro. Wenn in einer Kategorie 5 oder mehr Teilnehmer angetreten sind, sind 3 oder 4 Teilnehmer angetreten, dann wird in gleicher Höhe ein Preisgeld verliehen an den ersten und zweiten Teilnehmer, und sind nur 2 angetreten, wird nur der erste Preisträger mit einem Preisgeld bedacht und dann eben wiederum auch in der Höhe von 60 Euro. Urkunden werden natürlich nachfolgend an alle Preisträger versandt. Kommen wir nun zu den Ergebnissen im Piping. Dort Grade 5 Slow Air, judged von Margaret Dunn. Hier geht der erste Platz an Inga Hartwig von den Essen Highlanders Pipe Band. Der zweite Platz geht an Rainer Struckmeier von den Essen Highlanders. Der dritte Platz geht an Christina Schürmann von den Highland Dragon Pipe Band. Der vierte Platz an Tobias Schmeer von Burgteria Pipes and Drums. Der fünfte Platz an David Schröder von Highland Dragon. Und der sechste Platz an Katharina König. Im Grad 5 March, hier war der Judge Ross Miller, geht der erste Platz an Christina Schürmann von Highland Dragon. Der zweite Platz wurde gewonnen von David Schröder, ebenfalls Highland Dragon. Der dritte Platz von Katrin Grundmann. Inga Hartwig hat den vierten Platz belegt, sie kommt von den Essen Highlanders. Tobias Schmeer den fünften Platz, er kommt von Burgteria Pipes and Drums. Und der sechste Platz geht an Philipp Jänke von Dresden Pipes and Drums. Im Grad 4, 2-4 March, judged von Margaret Dunn, geht der erste Platz an Moritz Nagel, Highland Dragon. Der zweite Platz an Yannick Hütt. Der dritte Platz wurde erzielt von Christoph Fischer, Nutschalt Forest Pipe Band.
Der vierte Platz geht an Carina Bleit, Nutscheid Faust. Der fünfte an Nils Bosshammer, Wine Area, Pipes and Drums. Und der sechste Platz an Ralf Schumm. Im Grad 4, Strathbane Reel, George Rossmiller, geht der erste Platz an Ann-Kathrin Albert. Der zweite Platz an Yannick Hütt. Nils Bosshammer hat den dritten Platz erzielt. Er kommt von Wine Area, Pipes and Drums. Moritz Nagel den vierten Platz von Highland Dragon Pipe Band. Von den Caverhill Guardians hat Sandra Rief den fünften Platz erzielt und Ralf Schumm den sechsten Platz. Im Grad 4, 6-8 March, gejudged von Barry Donaldson. Hier hat den ersten Platz gewonnen Yannick Hütt. Der zweite Platz wurde gewonnen von Moritz Nagel, Highland Dragon, Pipe Band. Ann-Kathrin Albert wiederum hat den dritten Platz erzielt. Der vierte Platz geht an Ralf Schumm, der fünfte an Nils Bosshammer von Wine Area Pipes and Drums und der sechste Platz an Anja Moroski-Jeck. Im Grad 3, March Strathbane Reel, gejudged von Barry Donaldson. Hier hat den ersten Platz erzielt Nadine Kern, der zweite Platz geht an Thomas Kuhns von Nutscheid Faust und der dritte Platz an Christoph Zwernemann von Berlin Thistle. Ebenfalls von Berlin Thistle hat Katrin Kossi den vierten Platz belegt und von den Essen Highlanders Torben Seeger den fünften Platz. Im Grad 3, Slow Air and Jig, gejudged von Ross Miller, hat Torben Seeger von den Essen Highlanders den ersten Platz belegt, Thomas Kunz von Nutscheid Faust den zweiten Platz und Nadine Kern den dritten Platz. Vierter Platz, Berlin Thistle Pipes and Drums Katrin Kossi, fünfter Platz, Berlin Thistle Pipes and Drums Christoph Zwernemann. Im Grad 2 March Strathbane Reel, gejudged von Margaret Dunn, hat Andrea Jones den ersten Platz belegt und Maggie Jeschovnik den zweiten. Der dritte Platz geht an Andrea Heger, sie kommt von den Highland Dragons. Der vierte Platz geht an Dagmar Pester, der fünfte an Aaron Langwiesner von Ehingen, Donau Pipe Band und der sechste an André Reinhardt. Im Grad 2 Hornpipe Jig, gejudged von Barry Donaldson, hat Maggie Jeschovnik den ersten Platz erzielt, Andrea Jones den zweiten Platz und André Reinhardt den dritten Platz. Aaron Langwiesner von den Ehingen Donau Pipe Band hat den vierten Platz erzielt, Monika Köster von Hohenlohe Highlanders Pipes and Drums den fünften Platz, Dagmar Pester den sechsten. Im Grade 1 March Strathbane Reel, judged by Barry Donaldson, hat Maggie Schmitz von Inverary und Nutscheid Forest Pipe Band den ersten Platz erzielt. Der zweite Platz wurde gewonnen von Eike Ferdinand C. von den Essen Highlanders und der dritte von Esther Scheren von Wallace Pipe Band aus den Niederlanden. Im Grad 1 Hornpipe Jig, gejudged von Margaret Dunn, belegte den ersten Platz Maggie Schmitz von Inverary und Nutscheid Forest. Der zweite geht an Eike Ferdinand C. von Essen Highlanders und der dritte an Esther Scheren von der Wallace Pipe Band. Im Grad 4 Piebroch. Im Colmore war der Judge Ross Miller für Grade 4 den ersten Platz belegt, hat Aaron Langwiesner von Ehingen, Nadine Kern hat den zweiten Platz belegt und Alexander Rühle von den Kleinen Pipers Frankfurt den dritten Platz. Ann-Kathrin Albert kam auf den vierten Platz, Carina Bleit auf den fünften Platz, sie kommt von Nutscheid Forest Pipe Band und Sandra Rie von den Caverhill Guardians auf den sechsten Platz. Im Grade 3 Piebroch, Judge Ross Miller, wurde der erste Platz belegt von Anja Moroski-Jeck. Der zweite Platz geht an die Berlin Thistle Pipes and Drums, dort Katrin Kossi. Und der dritte Platz an die Berlin Thistle Pipes and Drums, dort Christoph Zwernemann. Nils Bosshammer von Wine Area Pipes and Drums hat den vierten Platz erzielt. Im Grade 2 Piebroch, judged von Margaret Dunn, hat den ersten Platz belegt Dagmar Pester, der zweite geht an André Reinhardt und der dritte an Maggie Jeschovnik. Im Grade 1 Piebroch, ebenfalls gejudged von Margaret Dunn, geht der erste Platz an Maggie Schmitz von Inverary und Nutscheid Forest Pipe Band und der zweite Platz an Esther Scheren von der Wallace Pipe Band. Kommen wir nun zum Drumming. Im Drumming gab es auch Kategorien, wo nur ein Teilnehmer mitgemacht hat. Hier gibt es kein Preisgeld, aber Steven und Blythe haben euch hier ein kleines Bonbon erstellt.
Und das wird euch dann entsprechend zugesandt. Tenor Drumming und Bass Drumming. Judge Blythe Jerry, Tenor Drummers Beginners 2-4 March. Erster Platz geht an Andrea Kaufmann, der zweite an Zoe Falke von den Essen Highlanders Pipeline. Der dritte Platz geht an Leif Siegmann, ebenfalls Essen Highlanders Pipeline. Tenor Drummers Beginners 4-4 March. Der erste Platz geht an Sandra C. von den Essen Highlanders und der zweite Platz geht ebenfalls an die Essen Highlanders, an Lies Scholz. Der dritte Platz wiederum wurde belegt von Andrea Kaufmann. Tenor Drummers Open March Strauss Bay Reel. Erster Platz Mandana Casaroni von den Clan Pipers Frankfurt. Im Bass Drumming Beginners 4-4 March belegte den ersten Platz Eike Ferdinand C. von den Essen Highlanders. Der zweite geht an Martin Falke, ebenfalls Essen Highlanders. Bass Drumming Open March Strauss Bay Reel geht der erste Platz an Markus Arndt von den Clan Pipers Frankfurt. Im Side Drumming, gejudged von Stephen McWhorter, in der Beginners Competition 3-4 March belegt den ersten Platz Aaron Adikossi von den Berlin Thistle Pipes and Drums. Der zweite Platz geht an Conny Manke von Berlin Pipe Company und der dritte Platz an Kai Schwalbach von Moguntia Pipes and Drums. In der Beginners Competition 4-4 March hat Lisa Scholz den ersten Platz gewonnen. Sie kommt von den Essen Highlanders. Der zweite Platz hat gewonnen Aaron Adikossi von Berlin Thistle Pipes and Drums. In der Intermediate Competition 2-4 March hat den ersten Platz belegt Timo Arendt von den Clan Pipers Frankfurt. Der zweite Platz geht an Fabian Renz von Nutschalt Fast Pipe Band. In der Intermediate 4-4 March Competition geht der erste Platz an Fabian Renz von Nutschalt Fast Pipe Band. In der Intermediate 6-8 March Competition geht der erste Platz ebenfalls an Fabian Renz, Nutschalt Forest Pipe Band. In der Intermediate Plus March Strauss Bay Reel Competition ist der erste Platz erzielt worden von Mark Cameron von Ehingen Donau Pipe Band. In der Kategorie Advanced March Strauss Bay Reel belegte den ersten Platz Kees Kunze von Nutschalt Forest. Und in der Advanced Hornpipe Jig Competition ebenfalls Kees Kunze, Nutschalt Forest. Das war's mit den Preisen. Meinen herzlichen Glückwunsch und auch im Namen aller im BAG-Vorstand und in den BAG-Boards und allen, die beteiligt waren an der Organisation der Competition. Unsere Glückwünsche an alle Preisträger, unser Dank an alle Teilnehmer. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß. Großen Dank auch nochmal an alle, die mitgeholfen haben und euch noch einen guten Abend und eine gute Woche. Tschüss!